Also auch bei Schneefeld queren, nicht blind drauf losstapfen, bisschen drauf achten, ob man irgendwelche Risse sieht, da ist auch einer. Da immer so ein paar Meter Abstand nach Möglichkeit zu halten. Und zwar in Richtung Ende vom Schneefeld, weil hier hat es auch schon so eine Kuhle. Das wird wahrscheinlich an der Stelle demnächst einbrechen. Da bin ich jetzt lieber außen rum. Generell, da vorne könnte es auch noch mal so ein bisschen kritisch sein. Deshalb werde ich lieber so ein bisschen so rum. Also so einen kleinen Bogen laufen. So, ich bin über den Pass. Beziehungsweise stehe am Pass. Da drüben geht es jetzt ein großes Stückchen runter morgen. Und dann noch ein bisschen mehr runter. Und da drüben im Tal, also in dem großen, da müsste Fjellnäs liegen. Und das ist dann quasi das Ende der ersten Hälfte. Nein, des ersten Drittels eigentlich, in dem man üblicherweise den südlichen Kungsleden unterteilt. Hier rumrennen, steigen da aus. Ich nicht. Ich gehe noch ein Viertel rein. Nochmal sowas um die 80 Kilometer. Ich habe ja noch einen Haufen Tage Zeit. Dann komme ich durch die landschaftlich noch schönere Region angeblich. Ich bin gespannt. Ja, also das ist jetzt hier mein Zuhause für heute Nacht. Hier habe ich ein schön ebenes Fleckchen gefunden mit wenig Steinen und auch ohne Sumpf. Da müsste sich ein Zelt hinstellen lassen. Und das mache ich jetzt auch, weil der Wind ist scheiße kalt und ich bin nass geschwitzt. Ich kühle jetzt sehr schnell aus. Ich muss jetzt gucken, dass ich das Zelt aufstelle als allererstes. Ja, zu den Rentieren, da gibt es einen wunderbaren Begriff, der nennt sich, das Ding lebt zirkumpolar, also quasi in einem Kreis um die Polarregion herum, kommt tatsächlich in sämtlichen subarktischen bis arktischen Lebensräumen vor, teilweise bis sehr weit in den Norden. Es gibt große Unterschiede, je nachdem, wo das Tier lebt, wie groß die werden. Die skandinavischen, die sind so eher, so ungefähr in der Mitte. Es gibt auch wirklich Riesenrentiere, die dann locker 250 Kilo schwer werden können. Die Exemplare, die hier vertreten sind, 100 schaffen die auch. Aber ja, vielleicht auch mal 120, irgendwie sowas, also jeweils das Männchen, sind aber jetzt nicht die ganz, ganz, ganz großen. Auch das Weibchen trägt ein Geweih und derzeit kann man, also hier, wo ich gerade rumrenne, kann man gerne Weibchengeweihe im Fjell finden. Die werden nämlich erst im Frühjahr abgeworfen, während die Männchen ihr Geweih im Herbst abschmeißen, das auch deutlich größer ausfällt, bis 120 cm lang ist. Die Weibchen, wenn die mal 50 cm auf dem Kopf haben, dann ist das schon ein sehr großes Geweih. Ob übrigens das Geweih wirklich zum Schnee wegfegen gedacht ist bei den weiblichen Tieren, das ist immer noch so ein bisschen umstritten. Es gibt Leute, die sagen, die haben das schon gesehen. Es gibt Leute, die sagen, das ist Blödsinn, das machen sie mit den Hufen. Also so genau weiß das scheinbar dann doch niemand und es hängt wahrscheinlich auch individuell vom jeweiligen Tier ab, ob das jetzt gerade Lust hat, das mit dem Geweih zu tun oder eben mit den Hufen. Besagte Hufe sind übrigens besonders breit und haben spreizbare Zehen. Das ist auch nicht unbedingt so selbstverständlich bei Paarhufern, was einfach dazu dient, dass sie in felsigem Gelände sicher unterwegs sind, auch im Sumpf nicht einsinken, also im Moor, und auf Schnee ist das selbstverständlich auch von Vorteil. Die Jungen hier, die sind relativ frisch, um es mal so auszudrücken. Die können allerdings eine Stunde nach Geburt bereits laufen und es sind auch relativ viele Jungtiere dabei. Die Jungtiersterblichkeit muss in diesem Jahr also relativ niedrig gelegen haben. Die Sterblichkeit der Kälber hängt größtenteils ähnlich wie bei den Wildschweinfrischlingen damit zusammen, ob das Frühjahr nun feucht war oder eben nicht. Feuchte können sie nicht gut ab, da kühlen sie schnell aus. Wenn es trocken ist, geht es ihnen eigentlich ganz gut. Pro Kuh gibt es immer nur ein Kalb. Zwillinge sind ganz selten, etwa so häufig wie bei Homo sapiens. Und
Was gibt es da noch? Achso, Tragzeit 230 Tage, also relativ lang. Das ist also schon ein recht weit entwickeltes Tier, was da dann entsprechend geboren wird, was man auch daran erkennen kann, dass es halt eben sofort lauffähig ist. Und es gibt diverse Unterarten von Rentieren, darunter eben auch eher waldbewohnende Exemplare und eher tundrabewohnende Exemplare. Hier haben wir es mit Tundra-Rentieren zu tun, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich kenne mich nicht so gut mit Rentieren aus, dass ich die Unterarten jeweils bestimmen kann. Wichtig ist dann noch zu erwähnen, dass es sich bei den skandinavischen Wildrentieren eben nicht um Wildrentiere handelt. Man hat sie ja auch auf einigen Bildern schon gesehen, dass die farbige Halsbänder rum haben. Die gehören der Ureinwohnerschaft, insbesondere in Schweden, also den Sami. Ich hoffe, ich spreche die richtig aus. Das bedeutet aber nur, dass die einmal pro Jahr eingefangen werden. Man guckt, wie viele hat man denn in der jeweiligen Herde, wie viele Jungtiere gibt es. Das eine oder andere wird auch gegessen und der Rest wird wieder rennen gelassen und kriegt halt dann eben so eine entsprechende Markierung, damit man weiß, wem wer gehört. Ja, die können die in irgendeiner Form auseinanderhalten. Wie das genau funktioniert, das ist natürlich dann Detailwissen. Wildrentiere leben vor allen Dingen in Nordamerika, also ganz großenteils in Kanada, selbstverständlich auch viel in Alaska. Und die meisten Rentiere, die jemandem gehören, finden sich auch nicht in Skandinavien, sondern in Sibirien übrigens, interessanterweise. Wie bei vielen Hirschen kann man die meiste Zeit des Jahres entweder reine Männergruppen oder reine Weibleingruppen beobachten. Und hier habe ich es halt eben mit einer Weibleingruppe zu tun. Und zu den Herren kommen wir gleich. Denn man muss ja darauf hinweisen, dass die Damen sich da oben im Fjell, kurz vorm Schnee, in den rauesten Gegenden rumtreiben, während die Herren der Schöpfung relativ weit unten im Tal auf der Wiese ein bisschen rumchillen und sich halt so ein bisschen fröhlich das Geweih wachsen lassen, wie man hier unschwer erkennen kann. Hat so ein bisschen was von Ziege, ist aber Rentier und das ist halt dann eben so eine Herrengruppe. Die chillen eigentlich nur den ganzen Tag. Wie bei uns. Mehr oder weniger. Okay, ich bin erstmal in Sicherheit. Ist natürlich entsprechend windig, aber das Zelt sollte das eigentlich problemlos abkönnen. Also so ein starker Wind ist das jetzt nun auch wieder nicht. Wird ein bisschen unkomfortabel beim Schlafen heute Nacht wegen den starken Windgeräuschen. Das braucht natürlich Raschel, Raschel, Ratter, Ratter und so weiter und so fort. Aber sonst sehe ich da eigentlich keine größeren Probleme. Ist jetzt nicht der tollste Zeltplatz aller Zeiten. Aber man muss natürlich auch sagen, ich muss ja irgendwo mir meine Etappen auch so ein bisschen entsprechend einteilen. Es gibt hier weit und breit keinen besseren Zeltplatz. Also da müsste ich schon dann weiterlaufen bis zu der nächsten Hütte, die jetzt zugegebenerweise auch schon gar nicht mehr so weit weg ist. Das hätte ich jetzt möglicherweise auch noch geschafft. Zwei Gründe, weshalb ich das nicht mache. Erstens, es ist Unsinn, weil ich kann jetzt Pause machen. Es macht Sinn, jetzt Pause zu machen. Die Strecke für heute war echt groß genug. Und zweitens, die beiden Schweizer sind noch unterwegs. Und wenn die beiden Schweizer, die haben sich irgendwie ein bisschen verlaufen, die haben aus Versehen die Snowmobil-Strecke genommen, anstatt den Sommerweg, also den Fußweg, und machen jetzt einen riesen Umweg vermutlich. Und ja, gut, sie sind auch noch nicht aufgekreuzt bisher. Also entweder haben sie jetzt beschlossen, oh Scheiße, das schaffen wir heute nicht mehr. Und haben irgendwo selber ihr Lager aufgebaut. Die haben, glaube ich, auch ein Zelt dabei. Oder die kommen hier vielleicht eventuell noch vorbei. Dann können sie kurz klopfen und Hallo sagen. Aber jedenfalls möchte ich denen einfach die Hütte offen lassen. Dass, wenn die jetzt noch einen Nachtmarsch machen, die sind gestern auch erst sehr spät in der anderen Hütte aufgekreuzt, in der ich ja gestern genächtigt habe. Also, was heißt Hütte? Also schon in dieser offiziellen Übernachtungshütte. Das, wo die jetzt hinlaufen, eventuell, beziehungsweise wo ich noch hätte eventuell hinlaufen können, ist so eine Notübernachtungshütte. Wo man eigentlich nur im Notfall halt eben entsprechend übernachten darf. Und ja, da sie da gestern Abend auch sehr spät erst aufgekreuzt sind, könnte ich mir vorstellen, dass sie heute auch Bock haben, relativ lange unterwegs zu sein. Es ist jetzt aber bestimmt schon halb neun. Oh, halb neun durch. Und da
hoffe ich, das kriegen die noch irgendwie gebacken. Hoffentlich passiert denen jetzt nicht noch irgendwie was oder die müssen Notlager aufbauen oder sonst wie. Naja, aber sie sind zu zweit, die kriegen das schon irgendwie auf die Reihe. Ich für meinen Teil bin erstmal in Sicherheit, bin mit der Strecke, die ich heute gelaufen bin, auch ganz zufrieden und werde jetzt irgendwie versuchen, also erstmal Schlafsack auspacken, Isomatte aufblasen, alles hier schön häuslich einrichten. Und dann wird es lustig, bei diesem Wind irgendwie zu versuchen, was zu mampfen, warm zu bekommen. Mal gucken, kriegen wir irgendwie hin. Und damit heute eine etwas kurze Folge, die mit dem traurigen Versuch, durch meine Zeltlüfter zu fotografieren, enden soll. Funktioniert nicht so ganz.